Es ist alles eine Frage der Gene. Mit der Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes im Jahr 2003 ist eine neue Epoche in der Genforschung angebrochen. Werden wir irgendwann Erbkrankheiten verhindern können? Oder tödliche Viren erfolgreich bekämpfen? Alles nur eine Frage der Zeit, meint dieser Mann, Thomas Tuschl. Der deutsche Biochemiker ist eine Berühmtheit unter den Genforschern. Ich denke, dass man in den nächsten paar Jahren zumindest seltene genetische Krankheiten behandeln kann. Und das Ziel ist jetzt ja, das weiter als Wirkstoffentwicklung einzusetzen, um Gene, die krankheitsauslösende Stoffe kodieren, abzuschalten. Gene abschalten? Tuschls Forschungsgebiet ist die RNA-Interferenz. Ein natürlicher Schutzmechanismus, der Anfang der 90er Jahre in Pflanzen entdeckt wurde. Vereinfacht dargestellt funktioniert dieser so. Die Ribonukleinsäure, kurz RNA, ist die Kopie der in unserer DNA verschlossenen Information. Nach ihren Anweisungen entstehen die Bausteine unseres Lebens, die Proteine. Die Bauanleitungen werden auf dem Weg zur Produktion sozusagen von einem zellinternen Wachmann kontrolliert. Befindet sich unter ihnen zum Beispiel eine mit Viren belastete RNA, wird diese vom Wachdienst einfach aussortiert. Bei Versuchen mit Doppelstrang-RNA gelingt es 1998 den Amerikanern Andrew Zfire und Craig C. Mellow, Gene des Fadenwurms gezielt auszuschalten. Doch erst die ein Jahr später von Thomas Tuschl am Max-Planck-Institut entwickelte Methode eröffnet der Genforschung vollkommen neue Möglichkeiten. Das Entscheidende damals war, dass man wusste, dass lange doppelsträngige RNA nicht im Menschen funktioniert und die Zellen einfach tötet. Und wir haben durch die Aufklärung des Prozesses festgestellt, dass langer Doppelstrang in kurzer Doppelstrang verwandelt wird. Und dann haben wir die kurzen Doppelstränge chemisch synthetisch hergestellt und gezeigt, dass die kurzen keine Nebenwirkungen zeigen und man damit wunderbar Gene im Humansystem ausschalten kann. Tuschls Verfahren ist eine wissenschaftliche Sensation. Erstmals rückt die Möglichkeit, menschliche Gene wirklich zum Schweigen zu bringen, in greifbare Nähe. Der Forscher lässt seine Methode patentieren und gründet 2002 zusammen mit Kollegen ein Biotech-Unternehmen. Hier in Boston wird seine Methode weiterentwickelt. Die Short-Inference-RNA, das RNA-Therapeutikum, wird künstlich hergestellt und auf seine Wirkung getestet. Ein Zukunftsmarkt eröffnet sich. Es geht um vollkommen neue Therapien, aber auch um das große Geld. Der nächste große Schritt ist wirklich, den Wirkstoff, der aus diesen kurzen RNAs besteht, auf den Markt zu bringen. Und die Erfolge sind da eigentlich schon sehr groß. Also man kann vor allem genetische Krankheiten, deren Ursache in der Leber zu suchen sind, schon behandeln und die Proteinproduktion abschalten, was dann zu verbesserten Funktionen bei Herz- und Nervenkrankheiten führen kann. Über Nacht steigt der junge Deutsche zum Superstar der Genforschung auf. Thomas Tuschl folgt dem Ruf der renommierten Rockefeller University nach New York. Seit 10 Jahren forscht und lebt der gebürtige Franke nun schon in der Weltmetropole. New York ist eines der großen biomedizinischen Forschungszentren in den USA. Und wir sind hier umgeben von Hospitälern und Universitäten. Und man bekommt hier natürlich die besten und interessantesten Leute, weil sie nicht nur an Forschung interessiert sind, sondern auch am Leben in der Stadt und den vielen Inspirationen, die man sich hier holen kann. Labore auf der ganzen Welt wenden heute das Verfahren des Deutschen an. Das Ziel ist es, Krankheiten, die bisher als schlecht behandelbar galten, zu bekämpfen. Für seine Entwicklungen ist Thomas Tuschl nun für den Europäischen Erfinderpreis in der Kategorie Forschung nominiert. Für den erfolgreichen Biochemiker bedeutet diese Anerkennung viel. Ich freue mich sehr über die Nominierung und vor allem, dass sie aus Europa kommt, wo ich in den letzten Jahren ja nicht mehr zu Hause war. Und ohne all meine Mitarbeiter wäre das auch alles nicht möglich gewesen. Die Zukunft wird zeigen, ob die Genforschung eine effektivere Gesundheitsvorsorge ermöglichen kann und wer den Wettlauf um die besseren Therapien gewinnt. Eins ist sicher, Thomas Tuschl hat sich bereits für das Finale qualifiziert.